Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir fangen jetzt natürlich gleich erstmal wieder mit den Kommentaren an für heute. So, da haben wir als allererstes folgenden Kommentar von Maxi Max. Mal eine andere Frage: Findest du das Animations Rowdown das Aushängeschild von Kongregate ist oder gibt es noch beliebtere Spiele? Das ist eine gute Frage. Wir können jetzt mal Folgendes machen. Also auf der, es gibt ja die Kongregate-Seite, das ist ja eine Spiele-Entwickler-Plattform. Ja. Hier kannst du, also diese ganzen Spiele sind alle mit der Kongregate-API entwickelt worden, mit einer Spiele-API. Und da gibt es ohne Ende Sachen. Was hier jetzt? Spiel-Spotlights. Ob hier jetzt Sachen dabei sind, die deutlich viel besser sind, ob jetzt Animation Throwdown das Aushängeschild von Kongregate ist, das kann ich dir so nicht sagen. Hier gibt es diese Top-Spiele des Monats. Dieses Traxels, weiß ich zum Beispiel, ist ganz gut angekommen. Ja, Mobile Games. Aber ja, Bit Heroes ist ja auch schon lange. Bloons TD5. Ja, das sind die highest-rated Games. Keine Ahnung. Also ich kann es dir nicht sagen, was hier momentan am meisten gespielt wird oder am beliebtesten ist. Könnt ihr mal drauf gehen, congregate.com, da kann man dann eben auch die Throwdown-Version, die Browser-Version spielen. So, nächster Kommentar. Jetzt muss ich erstmal hier rüber. Nächster Kommentar ist dieser hier. Von Tipicolada97, ein neues Mitglied unserer YouTube-Community. So wie ich das weiß, haben die Spieler diesen Zusatz erhalten, da sie sonst schon alles hatten. Max Gefused, Mythics und so weiter. Und dass die über 3K sagenhafte Steine dagegen getauscht haben, da die ja für die Leute nutzlos sind. So ist natürlich also eine neue Information, die ich so in der Form noch nicht kenne oder kannte. Also wenn das so wäre, wäre das ziemlich crazy, muss ich sagen. Also musst du ja ungefähr rechnen für eine Mythic umgerechnet 200 € im Groben. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, 3K wären 3 Mythics, das wären dann umgerechnet ungefähr 600 €. Und also so wie es, also dann wäre Kongregate echt hart. Also muss ich echt sagen. Also weil Kongregate hatte irgendwas geschrieben gehabt, dass sie diese Anfragen reinbekommen hätten und dass sie ja halt diesen Leuten, diesen Spielern, Alter, das gibt es nicht, diesen Spielern diese Combo-Recipes zu einem angemessenen Preis verkauft hätten. Also so ungefähr, wie es normalerweise kosten würde. Das wären dann meiner Meinung nach eben diese 500 Gems pro Combo Recipe. Aber 3K sagenhafte Steine gegen eine Combo Recipe, das wäre halt echt hart, ne? Also muss ich echt sagen. Also wenn, also erstmal von Congregates Seite, dass sie das überhaupt gemacht hätten. Und zweitens, von Spielerseite, ja, ist das schon ziemlich heftig, so viel für eine Combo-Recipe auszugeben. Also, klar, du schreibst zwar, dass sie dagegen, also da diese sagenhaften Steine nichts mehr genutzt hätten oder so, aber es kommen ja ständig auch neue Mythics raus und dann hätte man bestimmt irgendwie diese Stones gegen eine Mythic eintauschen können oder sowas, ja, wenn man die alle schon maxed out gehabt hätte. Also das hätte für mich Sinn gemacht, wenn die jetzt gesagt hätten, wir haben, kommt eine neue Mythic raus und dann kriegst du die halt gleich schon für die Stones, ja. Aber das für eine Combo-Recipe, also bin da jetzt sehr vorsichtig, ob das stimmt oder nicht stimmt. Auf jeden Fall wäre es definitiv krass, wenn das stimmt, was du da schreibst. So, dann kommen wir in den letzten Kommentar. Lau, lau, Lieblingskarte, Zoidberg. Was? Keine Paddel und Peggy mehr? Nein, schon lange nicht mehr. Lau, lau. Schon lange keine Paddel und Peggy mehr. Guck dir mal die Kombos an, die es momentan gibt. Das ist der Paddel und Peggy. Ist ein Hasenpups dagegen.
Da kannst du ja gar nichts mehr mit anfangen. Großartig. Was heißt, kannst du nicht mehr mit anfangen? Du kannst schon noch Leute mit ärgern, aber jetzt der Oberhammer-Burner ist es jetzt auch nicht mehr heutzutage. Also die Paddle Peggy. Das ist schon lange, lange her. So. Und das Zoidberg zieht ja das Ding mal rein. Also wenn man den hat, da gibt's nur Brecher-Kombos. Also da ist jede Kombo um ein Vielfaches besser als eine Paddle Peggy. Also fast jede. Ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber die meisten. Ja, ich bin jetzt hier von der Browser-Version auf die Tablet-Version umgestiegen, weil, also jetzt für heute, weil in der Browser-Version, liebes Kongregate-Team, falls ihr das sehen solltet, in der Browser-Version sieht man die neuen Combo-Recipes nicht. Ich habe schon gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also bin ich auf die Tablet-Version jetzt umgestiegen hier und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Wir haben jetzt hier aktuell den Quagmire wieder. Dann haben wir hier im Shop. Gucken wir mal. In the Shop haben wir einmal die Mythic Hailey Box. Heavy Metal Hailey mit Hailey, Hypnotoad, Chinchilla Dick Dwayne und Eugene Belcher. Ist eine sehr nice Box, auf jeden Fall. Hier die Lois Griffin. Habe ich euch ja auch nochmal in einem Video schon vorgestellt. Dann haben wir hier die Cigarette Addicts Box. Mit Prescription Weed, Hypnotoad, Chinchilla, Dick Dwayne, Hank Hill und Mac Griffin. Ja, und hier die Water Witch Box ist jetzt heute neu rausgekommen. Auch nur, also aktuell in der Browser-Version wieder nicht zu sehen. Da müssten die mal nachschauen. Oh. Das ist natürlich jetzt richtig krass, weil dieser Hexer Steve kommt da jetzt als Combo Recipe. Und die Pre-Combos sollten ja jetzt diesen Buff auch schon bekommen. Das heißt, das hier ist natürlich brutal. Dann haben wir den Roger Sexy Shorts, Jimmy Junior, Horse Kostüm, Hexenkostüm, Steve Smith und Dr. Amy Wong. Und das ist natürlich mega nice. Das ist eine geile Box. Die Water Witch Box ist geil. Auch mit dem Hintergrund, dass der Hexer Steve jetzt als Combo Recipe, ich denke morgen oder übermorgen, ich glaube morgen kommt er raus. Das ist natürlich eine mega krasse Geschichte. Ja. Dann gehen wir hier rein. Jetzt sind wir schon in der Meisterschaft. Gucken wir mal hier. Als allererstes haben wir hier das 4:30 Uhr Appointment. Gucken wir mal hier rein. 4:30 Uhr Appointment ist das hier. Ist mit einem Bob und mit Fighterkarten. Ist eine relativ nice Combo. Also wirklich muss man sagen, ist ziemlich effektiv, da sie viel Cripple All hat. 13-fach Cripple All zum Beispiel hier unten, wenn du einen No Mercy Dojo hast. Und 22-fach Gas. Das ist schon ziemlich psycho. Also ist schon echt nice. Auf jeden Fall eine coole, effektive. Das ist eine effektive, defensive Combo. Das ist geil. Die ballert erstmal fast alles weg, was da vor der Nase ist, und dann krippelt sie noch bei den anderen Karten den Angriff weg. Also, nice. Aber 500 Gems sind mir trotzdem wieder zu viel dafür. Dann gucken wir hier rein. Da haben wir die Server Peggy. Und das ist immer noch Appointment 4:30 Uhr. Dann haben wir hier Server Peggy. Und die Server Peggy sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier ja, eine Peggy mit Restaurantkarten und das ist nicht toll. Nein, 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 überhaupt nicht gut. Kannst du knicken. Also Server Peggy ist für die Peripherie. Oh, jetzt, ja, war doch richtig, war doch richtig, war ich doch richtig. Dann haben wir hier die Non-Francine. Und die Non-Francine ist nicht zu verwechseln mit der Non Peggy. Die Non-Francine ist nämlich im Vergleich zur Non-Peggy. Naja. Wollen wir noch irgendwie drüber reden? Das Ding ist Schrott. Also, was heißt Schrott? Ist nicht gut. Sagen wir es mal so. Das wäre auf jeden Fall das hier. Jetzt geht's los. Dann haben wir als nächstes, jetzt will ich die ganze Zeit darauf scrollen. Jetzt haben wir eine nice Combo. Die PTA-Rivalität oder PTA-Rivalry, die ist relativ nice, muss ich sagen.
Da haben wir eben die Linda Belcher und hier mit der Tom Landry Middle School hat die 13-fach Revanche und 18-fach Punch 1853, wenn wir die mal jetzt hier maxed setzen würden, dann hast du hier schon 22-fach Punch, 16-fach Revanche, 21, 67. Das ist schon gut. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wärst du bei über 40 und kannst damit schon oft den First Hit hinbekommen. Nicht immer, aber oft. So, das wäre jetzt die hier. Also die für 1000 wäre eine Linda Belcher im Deck hat und eben dementsprechend eine Tom Landry Middle School kann sich das hier mal für die 1000 holen. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier tatsächlich den Badminton Roger. Und der Badminton Roger, jetzt habe ich hier natürlich, jetzt muss ich erstmal hier reingucken, weil ich die vorhin nicht angezeigt bekommen habe in der Browser-Version. Schon gedacht habe, was geht denn jetzt ab? Ja, was ist jetzt kaputt? So, dann haben wir hier den Badminton Roger. Gehen wir da mal rein. Oh, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, jetzt hier, dass ich jetzt hier wieder im R-Server. Ich klicke hier drauf rum und da kommt nichts. So, und das ist der Badminton Roger und der ist natürlich nice. Ne? Also den gibt es zwar nur mit zwei Kombos, Shuttlecock Ring und Sportspot 5000, aber wie ihr seht, auch der 22, 19 sind 41 Schaden, wenn er maxed ist. Dann hast du eine Mauer und hast noch Hijack. Ja. Und der ist nice. Auf jeden Fall ist der nice. Aber es geht noch mal ein. Oh! Deshalb spiele ich gerne die Browser-Version. Weil diese gottverdammte Tablet-Version ständig in irgendeiner Form abstürzt. Das habe ich in der Browser-Version nicht. Ja. Es ist einfach nur nervig. Du willst dir nur ein paar Kombos angucken, ja, und dann stürzt dir ständig das Spiel ab. Na gut, da kann ich in der Zwischenzeit, kann ich hier schon mal jetzt die letzte Combo vorbereiten. Das ist nämlich die da. Alter Vater, das gibt's nicht. Das ist echt unglaublich. So, also. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Bis das Ding jetzt hier irgendwann mal wieder geladen ist. Da sind wir doch auch. Ja, toll, das Legendary Starter Pack, das habe ich schon gesehen. So, jetzt gehen wir in den Shop rein. Sorry, dass ich da jetzt gerade ein bisschen, aber es nervt mich. Es nervt mich, wenn in einem Video zweimal das Spiel abstürzt. So, dann gehen wir hier nochmal in die Meisterschaft rein. Juhu, ich habe es geschafft, ich bin angekommen. Oh, die haben sie nicht für 500 Gems angeboten, weil sie doch gesagt haben, sie würden jede Combo Mastery für Gems und für die Steine anbieten. Okay. Ich bin zufrieden damit. Wingnut Amy. Das ist die Wingnut Amy. Und die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Die meisten von euch kennen die ja. Und die ist halt echt mega übel. Die Wingnut Amy ist halt echt, boah, absolutes Monster. Viele Kombo-Möglichkeiten, wie ihr seht hier, ja. Extrem viele Kombo-Möglichkeiten. Das Ding ballert gewaltig. Das ist eine Kombo, von der man nur träumen kann. Jetzt aktuell, gerade sowieso beim Addicted BGE, haut das Ding richtig rein. Eine Flügelmutter Amy, mit der möchtest du nicht kämpfen müssen. Also die ist nice, ist richtig nice. So, das waren jetzt die ganzen Combo-Recipes für heute. Wenn es euch ein bisschen geholfen hat, also ihr müsst heute unbedingt, also wer die Flügelmutter Amy
spielen kann, haut da rein. Also ein Badminton-Roger, eine PTA-Rivalität. Wobei ich sagen muss, natürlich auch in dieser Reihenfolge, ne? Wer die Flügelmutter Amy hat, hau da rein. Dann der Badminton-Roger und dann erst die PTA-Rivalität. Ja. Und es kommen ja noch ganz viele Kombos jetzt die nächsten Tage, die richtig nice sein werden. Jetzt haben wir lange Zeit darauf gewartet, dass es endlich mal soweit ist, dass da mal was Anständiges kommt. Jetzt könnt ihr zuschlagen, ja. Jetzt könnt ihr zuschlagen. Ich habe die Liste, habe ich euch ja schon vor kurzem veröffentlicht. Müsst ihr mal reinschauen. Ich denke, ich verlinke das hier ans Ende von dem Video. Könnt ihr mal reingucken. Und schaut euch an, welche Kombos ihr auf jeden Fall haben wollt. Also bei mir kommen da auf jeden Fall ein paar Dinge mit dem Roger, die ich definitiv haben möchte. Deswegen muss ich ein bisschen gucken, wie ich das jetzt verteile hier, ne? Also nicht, dass ihr dann im Nachhinein bis zum 22. gehen ja jetzt diese Daily Combo Masteries, die festgelegt sind. Und dass ihr dann hinterher da sitzt und ärgert euch, dass ihr die nicht holen könnt, weil ihr es für irgendwas anderes ausgegeben habt, was euch vielleicht dann doch weniger wert ist. Also, macht's gut. Bis dann. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Macht's gut. Bis dann und tschüss.